In dieser Landschaft lebte vor einem halben Jahrtausend ein Mann, von dem man heute noch spricht. Die Städte und Dörfer und die Kirchen, in denen dieser kühne Mann lebte, liegen heute auf dem Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik. Wie geht ein sozialistischer Staat mit so einer Persönlichkeit um? Was ist von diesem Manne geblieben? Was dachte, was fühlte er? Welche Ziele hatte er? Nachdenken über das, was Münzer dachte und was er wollte, das prägt die Begegnung mit der Geschichte überall hier in der Gegenwart. Die Aneignung des Erbes von Münzer in der DDR ist Anliegen der ganzen Gesellschaft. Unter Vorsitz von Erich Honecker wurde das Thomas-Münzer-Komitee gegründet. Könnte es besser weitergetragen werden, das Vermächtnis, das Münzer hinterlassen hat? Fortschritt, Frieden und Freiheit setzen sich nicht allein durch, sondern müssen gemeinsam mutig erstritten werden.